I feel so happy, I want to shout. Well, tell me, Bing, tell me what it's all about. I found my one ideal, and this time I'm sure it's real. Yip, yip, da hootie, got me a beauty. She sure is a dream. My baby said yes, she said yes, she said yes. She didn't say no. Cock, cock, a doodle, you're off your noodle. You're way off the beam, cause baby said yes, she said yes, she said yes. She couldn't say go. Knock me a daisy. Now what would I do with a daisy all day? You wear it and bear it. Mm-mm. Bang, you sound kind of crazy. I'm happy that way. I diddle diddle, march down the middle. And now we're a team, cause baby said yes, she said yes, she said yes, yes. She couldn't say no, she couldn't say no, no, no. Herr Klimt, aren't you going to say good evening to your daughter? Good evening, Herr Klimt. I admire your work. How do you do? How is school? There is no school. How very you. Children all over the place. There is Klimt with the minister. Death to decadence. Death to morons. Long live the Republic! Long live the Balkans! Long live the Balkans! Long live the Balkans! Long live whores! Quick, choose the one you want. I'm going to stay with your daughter. Is she really your daughter? I suppose she is. I don't know. I'll have this one, and this one, and this one. I see. You four are going to cook up a nice little allegory together. Entschuldigung. Hätten Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Es geht um das Sexualverhalten von Männern über 40. Okay. Ja. Was sind für Sie die drei wichtigsten Dinge, die eine erfüllte Beziehung ausmachen? Reihenfolge egal. Sex. Also auf jeden Fall Sex. Guter Sex. Ja, das waren schon die drei wichtigsten Dinge. Finden Sie die Vagina einer Frau ästhetisch? Ich könnte darin versinken wie in einem Gemälde von Picasso. Sie haben einen Kaffee noch gar nicht getrunken. Sie studieren was? Ich habe Psychologie studiert. Ich bin total fasziniert von Psychologie. Ich auch. Ich habe Germanistik studiert. Aha. Zwei Wochen. Onanieren Sie? Nur aus Verzweiflung. Sind Sie schon einmal fremdgegangen? Nein. Sie? Bis jetzt noch nichts. Denken Sie beim Sex mit Ihrer Partnerin an andere Frauen? Bis jetzt noch nicht. Das heißt, ihr ist langweilig mit ihm? Nein, er. Er langweilt sich zu Tode. Und dann heuchelt er immer Interesse und glaubt, ich merk's nicht. In Wirklichkeit haben wir überhaupt nichts mehr gemeinsam. Ich hasse diese öden Gespräche. Der lässt mich nicht schlafen. Das Einzige, was uns beiden Spaß macht, ist der Französischkurs. Also natürlich ist es ein bisschen irrational. Aber ich glaube eben, dass es auch Sachen hinter den Sachen gibt, die wir sehen und die wir nicht erklären können und die trotzdem funktionieren. In Wirklichkeit ist es völlig egal, was einem hilft. Wenn dir was Halt gibt in deinem Leben, dann ist es das Richtige. Ob das die Schul- oder die Alternativmedizin ist, Jesus Christus oder Feng Shui, völlig egal, wenn es hilft.
Nur reinkippen darf man halt nicht und sich das Gehirn waschen lassen. Aber sonst ist alles okay. Alles okay? Ja, Nachricht auf der Mobilbox. Völlig unwichtig. Tarot zum Beispiel. Ja, ich habe Betriebswirtschaft studiert und ich lege Tarotkarten, weil es mir hilft. Echt, du legst Tarotkarten? Dumm, oder? Nein, das ist super. Tarot ist super. Legst du mir die Karten? Gerne. Was machst du heute Abend? Ich finde es wunderbar, dass du so feinfühlig bist. Philipp, gib das her! Das ist ein Erinnerungsstück von meiner Großmutter, ein Erbstück. Aber du wolltest es wegschmeißen, wie sie gestorben ist! Ja, weil es hier ist! Ja, und trotzdem bist du es mir nicht vergönnt! Aber es gehört mir, weil das meine Großmutter war! Und, weil... Bitte. Ja, gratuliere. Du interessierst dich einen Scheiß für mich! Ich bin dir scheißegal! Du weißt gar nicht, wer ich überhaupt bin! Du bist so ein Arschloch! Ich hasse dich! Komm. Was ist? Bist wasserscheu. Keine Badehose? Ah, du bist ja noch verklemmter als mein Freund. Hast Angst vor Piranhas. Komm, wer schneller auf der Insel ist, ja? Das wollte ich nicht. Na super. Die sind. Und wie komme ich jetzt raus? Stehst auf und gehst raus. Unten ohne, oder was? Bist du ja noch verklemmter als meine Freundin, ey. Die, die immer bei dir anruft. Kann sein. Mensch und denn schon. Also hier gibt's Muscheln. Ach was? Die sammeln wir jetzt, dann geben wir sie da rein. Und dann kochen wir die zum Mittagessen. Okay. Das sticht. Lieben bedeutet leiden. Auch schon am Anfang. Die ist ganz schön hartnäckig, oder? Ja. Wir beide ganz schön was am Hals. Meiner hat mich sogar schon gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und du hast ja gesagt. Nein. Eigentlich ist er ganz nett, aber eben nur nett. Das will ich ja auch nicht mit dir. Mir? Mit mir was? Was? Red weiter. Das ist Margarita. Tag, Margarita. Anna Schnabel, Judiths Mutter. Freut mich, hallo. Nachdem wir Schwestern sind, sollten wir uns vielleicht vertragen, oder? Wieso? Naja, okay. Dann fahre ich jetzt zurück nach Wien. In einer halben Stunde geht mein Zug und ich melde mich, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Wiederschauen. Wiedersehen. Ciao. Sarah, es hat mich echt gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Mich auch. Es war sehr schön, unser Inselleben, oder? Also, ciao. Ciao.